Hi, ich bin der Berg von Pepsi und in dem Video geht es um die Anwendung, die Nutzung von Trekking- und Wanderstöcken. Im ersten Teil des Videos geht es darum, wann macht es Sinn, Trekkingstöcke zu benutzen und wofür nutze ich sie überhaupt. Im zweiten geht es dann um die wirkliche Anwendung, wie lang sollten sie sein, was mache ich mit dem Griff, gibt es was zu beachten beim Laufen. Und beim dritten gibt es noch so abschließende Tipps und Tricks für Trekkingstöcke. Wann nehme ich überhaupt so Trekkingstöcke oder Wanderstöcke her? Die Hauptvorteile, wenn man mit Stöcken geht, sind eigentlich zwei. Das eine ist, ich verbessere mein Gleichgewicht, einfach weil ich zwei mehr Kontaktpunkte am Boden habe und mich so ein bisschen breiter machen kann, egal was für einen Untergrund ich habe. Ob der rutschig ist, nass, sehr steil oder geröllig oder felsig, ich bin einfach doppelt so stabil auf zwei Beinen. Dazu kommt einfach ein ganz großer Entlastungsfaktor, dadurch, dass ich die Last nicht nur auf zwei Punkte verteile, sondern die Arme benutzen kann und die ganze Muskulatur aus dem Oberkörper, kann ich zum Beispiel mit Rucksack oder ohne Rucksack einfach ein bisschen gelenkschonender und vor allem knieschonender laufen. Man hört es ganz oft, dass den Leuten bergab die Knie wehtun, da können Stöcke zum Beispiel helfen. Damit so ein Stock für euch auch gut funktioniert, ist wichtig, dass er in der richtigen Länge besorgt wird. Ja? Entweder ihr habt so wie hier einen verstellbaren Stock, den ihr auf eure Körpergröße anpassen könnt, oder ihr nutzt einfach den Stocklängenberechner bei uns auf der Homepage. Da findet ihr dann auch die richtige Fixlänge zum Beispiel. Grobe Faustregel bei der Stocklänge ist, wenn ich den Arm am Körper anliegen habe und meinen Unterarm so parallel zum Boden hole, sollte ich den Griff ungefähr locker in der Hand halten können. Ja, dass ich hier so einen 90-Grad-Winkel habe und der Stock den Boden berührt. Wenn ihr den Stock jetzt also auf der richtigen Länge habt, geht es zunächst nochmal um den Griff. Die meisten Hersteller haben eine relativ ergonomische Griffform. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, welcher Griff sich erstmal gut anfühlt. Wenn ihr sehr, sehr lange unterwegs seid, spricht natürlich auch nichts dagegen, den Griff zu wechseln, aber dazu später mehr. Wir haben hier jetzt einen Stock mit einer ganz normalen Schlaufenlösung, die auch unterschiedliche Systeme zur Anpassung haben. Die wollen wir so wählen, dass wenn ich von unten in die Schlaufe reingreife und dann greife, dass ich dann einen Zug ausüben kann, ohne den Stock komplett aus der Hand zu verlieren. Ja? Das heißt, ich greife von unten rein, greife von oben auf die Schlaufe drauf und so habe ich einen festen Schluss und auch eine gute Kraftentwicklung, ohne dass ich die ganze Zeit die Faust machen muss. Wenn es dann losgeht, nehmen Sie die Stöcke einfach in die Hand. Und zu Beginn ist erstmal relativ überfordernd, wenn man nicht weiß, oben kommt der Stock hin und dann stochen wir da so ein bisschen rum. Als einfache Startübung lässt man einfach die Arme hängen, die Stöcke locker in den Schlaufen und schwingt die Arme mal ganz normal mit, wie beim normalen Gehen. Und dann merkt man schon automatisch den Rhythmus. Was dann entsteht, ist der sogenannte Kreuzgang. Einfach deswegen, das linke Bein ist vorne und der rechte Arm. Und andersrum, rechtes Bein, linker Arm, wie beim normalen Gehen auch. Das ist so das normale Muster, sage ich mal, womit man die meisten Steigungen, die meisten Gefälle und vor allem die Ebene gut abdecken kann. Es gibt noch verschiedene Rhythmen, das kennt ihr vielleicht aus dem Skilanglauf oder aus dem Biathlon, hört man es manchmal, Doppelstockeinsatz. Wenn es sehr, sehr steil wird, berghoch oder bergrunter, kann man die Stöcke auch mal gleichzeitig setzen und quasi hinterherlaufen oder sie bei steilem Bergab vor sich setzen und dann wie so ein Geländer drauf zulaufen. Aber das ist dann eher, wenn ihr schon ein bisschen mehr Erfahrung mit euren Stöcken habt und wilderes Gelände damit begeht. Wenn es jetzt um die Griffposition geht, gibt es eigentlich kein richtig oder falsch. Solange der Stock euch irgendwie hilft, habt ihr ihn richtig benutzt. Normalerweise hält man so mittig in dieser Griffmulde. Bergab haben die meisten Hersteller jetzt auch mittlerweile eine schöne Auflagefläche, dass ich von oben drauf Gewicht geben kann. Oder wenn ich zum Beispiel den Hang quere, also wenn das Gelände so ein bisschen abfällig ist auf einer Seite runter, kann ich auch hier die Griffverlängerung nehmen und muss den Stock nicht in der Länge anpassen. Zum Abschluss noch mal ein paar allgemeine Gedanken zum Thema Stöcke. Wir hatten es vorhin ja schon kurz von der Schlaufe, Hand rein oder nicht. Ich würde euch raten, die Schlaufen hauptsächlich dann zu nutzen, wenn ihr ein berechenbares Stück Strecke vor euch habt, wo es entweder geradeaus oder berghoch geht und ihr wirklich den Vortrieb nutzen könnt. Das heißt, wenn ihr wirklich reingreifen könnt und euch abdrücken, ohne die Hand die ganze Zeit anzuspannen. Sonst würde ich tatsächlich immer ohne die Schlaufe zu greifen den Stock nutzen, wenn man doch mal stolpert oder irgendwie ausrutscht oder so. Dann kann es ganz schnell dazu kommen, dass man sich blöd aushebelt, weil der Stock noch auf dem Boden steht, die Hand in der Schlaufe und der Arm irgendwo wegschiebt. Ja, deswegen gerne auch ohne Schlaufe greifen. So seid ihr schön flexibel und der Stock passt sich einfach organisch den Bewegungen an und ihr könnt flüssig wechseln. Am anderen Ende vom Stock haben wir dann die Spitze und den Teller. Diese kleine Spitze und der kleine Teller reichen eigentlich für drei Viertel vom Jahr super aus. Damit sinkt man nicht tief ein und man hat trotzdem immer guten Halt. Wenn ihr aber vorhabt, mit dem Stock im tiefen Schnee unterwegs zu sein, zum Schneeschuh gehen oder so, liefern die meisten Hersteller solche Dinger mit oder man kann sie nachträglich erwerben. Das sind sogenannte Tiefschneeteller. Die kann man einfach austauschen, dann hat man eine größere Auflagefläche und kann sich, auch wenn die Stockspitze keinen festen Untergrund berührt, mit diesem großen Tiefschneeteller einen guten Halt verschaffen, auch wenn mal viel Schnee liegt.
Was viele Leute eigentlich lange davon abgehalten hat, so einen Stock mitzunehmen, war irgendwie, dass sie so sperrig sind oder nicht so klein werden, wenn man sie zusammenfaltet, oder dass sie schwer sind. Stimmt alles mittlerweile gar nicht mehr. Ja? Der Gearhead-Kollege Carlos hat ein Video gemacht, wo er so einen Überblick gibt, was für verschiedene Stocktypen es gibt. Findet ihr unter dem Video verlinkt. Schaut da auch gerne mal rein, wenn es sich für euch spannend anhört. Also ich würde euch wirklich raten, einfach ein paar Stöcke dabei zu haben. Entweder für euch selber, dass ihr euch einfach effizient bewegen könnt, oder ihr teilt sie mit euren Wanderbuddies, oder ihr findet irgendeine andere kreative Verwendung, die ihr uns gerne in die Kommentare schreiben dürft. So, ich hoffe, damit habt ihr jetzt einen guten Überblick über hauptsächlich die Vorteile von Trekkingstöcken bekommen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare oder ruft unsere Gearheads an. Ansonsten, das war's von mir. Wir sehen uns draußen.